vor. Ich verkrümme mich jetzt in das dunkelste Loch und schmoll vor mich hin, weil ich einmal gegen einen Magier verloren habe. Überall in der Stadt sind Soldaten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mein Bruder war in dieser Nacht dort, als der purpurfarbene Schurke kam und ja, mein Bruder wahrscheinlich umgenietet hat. Deine kleine Schwester macht sich doch nur Sorgen um dich. Bereite ihr keinen Kummer und geh nach Hause. Ja, das nenne ich mal hier. Party machen hier. Ich will mitmachen bei Party. Ich will essen, ich will trinken. Ich will mich besaufen. Ich habe verloren. Die Karte haben wir auch mit den jeweiligen Shops. Und es ist der Selenentag und die Umbra-Zeit. Was auch immer das jetzt genau zu bedeuten. Ich glaube, Umbra war, glaube ich, hier der Schutzpatron der Dunkelheit. Und ja, Selentag ist halt Selentag. Ich bin da nicht mehr so drin, tatsächlich. Weltkarte? Tatsächlich. Oh, die ist neu. Die gab es in der Demo noch nicht. Muss ich mal gucken. Genau, wir sind quasi hier. Weil statt sieht irgendwie aus wie Enemy Base. Was haben wir sonst? Haben wir hier noch ein Königreich? Da. Hier. Boah. Hier. Hier. Interessant. Kann ich nicht rein? Whining, huh? Walk around town might clear my head some. Gucken Sie die umliegende Stadt. Ich sammle Waren für die Burg. In solchen Zeiten will ich nicht untätig herumsitzen. Sehr guter Mann. Aber hier wieder, wer kennt sie nicht, den tanzenden Verkäufer? Wobei ich sagen muss, dass mir beim Secret of Mana Remake die Musik der Verkäufer besser gefallen hat. Und dann passte wenigstens noch zum Tanzen. Bist du mit dem Leben davon gekommen? Ja, dann verkaufe ich mir meine super Waffe hier. Hast du auch was Größeres? Ich möchte hier ein bisschen Cloud-Style haben. Gib mir mal das Schwert da unten. Das sieht ganz gut aus. Das könnte passen. Haben wir hier noch die passenden Küchenmesser. Ja, das heißt Käsemesser, Hackebeil, Brotmesser. Hier die Axt fürs Grobe, hier ist die Schrottkiste. Hier haben wir ein paar Schilde. Übrigens kann unser Held ja auch ein Schild tragen später, was seine Verteidigung doch sehr zugute kommt. Ah, dann springen. Dann haben wir hier zwei Lucre erhalten. Toll. Wir haben zwei Münzen gefunden. Ah, hier. Vorsicht vor dem Wachhund. Hallo, Hundi. Ja, ist okay. Und genau, wir sehen hier halt die Punkte oder die Sternchen. Das sind quasi Hinweise, die für das Weiterkommen in der Story relevant sind, tatsächlich. Wir gehen den ganzen Punkten jetzt mal auf den Grund. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich mal noch ein bisschen umsehen, weil man durchaus ein paar Sachen findet. Was aber zum Beispiel nicht mehr vorhanden ist, ist diese Liste wie bei Secret of Mana.
wenn man quasi einen Angriff gestartet hat, dass dann erst man auf 0% ist und erst bei 100% wieder die volle Angriffskraft hat. Das ist hier jetzt tatsächlich nicht mehr der Fall. Ist hier noch ein bisschen um. Reinspringen, aber hier finden wir noch mal ein bisschen Geld. Egal, was wir rum. Nee, eins. Was hat das? Sachsensamen. Ich weiß nicht, ich hab's gelesen. Sechs Dunkler halten. Genau, wir können hier auch wieder so Samen finden, die wir dann später einpflanzen können. Und je nachdem, wie viele Samen wir da quasi in diesen Pott packen, desto bessere Gegenstände bekommen wir da raus. Eine Frau. Okay. Und wieder sechs Dunkle. Sehr idyllisch, muss ich zugeben. Hier direkt schön hier der Platz für die Freundin. Kannst dich hier hinsetzen, hast Feuerchen, hast hier deinen Liebesbaum, hast hier Sternenhimmel. Und ein magisches Seil, wenn du mal ganz schnell fliegen musst. Naja, wir gehen jetzt erstmal die Hinweise durch. Der Purpurn-Zauber ist eine Legende, aber ich hätte nie gedacht, dass dieser Feigling auch ein blutrünstiger Spion ist. Tja. Kann halt mal vorkommen, ne? Lucre. Ey, das ist der Wahnsinn. Wir verlieren die Leute denn hier. Wie viel Geld verdienen die Leute denn? Und nochmal so ein Sachsensamen, wenn man nochmal ausspricht. Dann nenne ich mal eine Bibliothek. Das Problem ist, es gibt keine Treppe zu den oberen Ebenen. Aber es gibt schon wieder Geld hier oben. Wechseln von Klassen. Eine verborgene Kraft bestimmter Mana-Steine besteht darin, die schlummernden Fähigkeiten von Abenteurern, die ihre Klasse wechseln möchten, zum Vorschein zu bringen. Ein Klassenwechsel setzt ein Mindestmaß an Erfahrung voraus. Zunächst gilt es, durch das Austragen von Kämpfen eine bestimmte Stufe zu erreichen. Stufe 18 für Klasse 2 und Stufe 38 für Klasse 3. Klasse 3 gehört zu den höchsten bekannten Klassen. Ihre Macht ist so gewaltig, dass Meister Grand Crossix sie versiegelt hat. Ohne einen speziellen magischen Gegenstand ist es nicht möglich, diese Klasse freizuschalten. Moment mal. Klassenwechsel? Oh. Bitrate, warum bist du denn rot? Ja, irgendwie macht die Bitrate hier mal ein bisschen Tennis. Ich habe sie zwar fest auf 6 im Bit eingestellt, aber manchmal geht es auch ein bisschen runter, dann geht es auch gerne mal über 6. Sehr seltsam, sehr seltsam. Und ja, Klassenwechsel. Wieso muss ich da an Rise of the Shield Hero denken? Die Mysterien der Mana-Steine sind voller Mysterien. Deswegen heißt sie auch Mysterien. Das Monsterhandbuch erhält Informationen über alle möglichen Monster. Von Mümmlern bis zu Mykoniden? Einige Beschreibungen sind in einer uralten Sprache verfasst. Die kann ich nicht lesen. Lernen richtig lesen und schreiben. Schreib dich nicht. Genau, schreib dich nicht ab. Lernen lesen und schreiben. Aber ganz ehrlich, Pogo-Puschel waren. Legendärer Name, Turbo-Puschel auch. Und jetzt heißen sie einfach nur noch Mümmler. Oder Mummler. Mummler, Mümmler, Mümmler. Ich weiß es nicht, ey. Gott. Lass mich hier raus. Alle Soldaten, die Dienst hatten, wurden von einem einzigen Zauberer besiegt. Ich glaube, keiner von uns ist sicher.
Okay, hier gibt's keinen wirklichen Hinweis, oder? Ja, doch. Aber wir müssen hier sprechen. Wie können wir beruhigt... Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Das war schon in der Demo so und es sind schon wieder Übersetzungsfehler drin. Ich glaub das nicht. Nein. Warum? Oh Gott. Was ist das denn? Wie können wir beruhigt fein? Ja. Oh Gott. Ich versuche das dann mal richtig zu machen. Wie können wir beruhigt sein, wenn die Burg Valfena angegriffen wurde? Ich wollte. Ich wollte die Waage. Nein. Square Enix, Sony oder wer auch immer das hier sieht. Ihr müsst unbedingt einen Patch rausbringen, der die Übersetzungsfehler behebt. Die Wahrsagerin. Ja, die Wahrsagerin fragen. Oh Gott, das geht dann. Nein, die haben es nicht behoben. Das war in der Demo auch schon so. Und eine Schokolade haben wir erhalten. Hier nochmal Geld. Vier Lucre. Und wo müssen wir jetzt hin? Genau, wir müssen da hin. Okay, genau, das sind hier diese Kisten. Wie gesagt, da können wir diese... Samen, die wir finden, dann einpflanzen. Versuche gefundene Samen in einem magischen Topf neben der Empfangstheke einer Herberge anzupflanzen. Aus den verschiedenen Samenarten kannst du Gegenstände und Ausrüstung wachsen lassen. Genau, eine Rüstung wächst aus der Erde. Nur eine Rüstung aus der Erde ist eine richtige Rüstung. Je mehr Samen du pflanzt, desto höher steckt die Stufe der magischen Töpfe. Dann... Sachen, Samen. Ja. Wir hauen einfach mal zwei Stück rein. Jo. Und ein Wespenauge erhalten. Und Schemenauge. Und unser Pott hat gewackelt. Und... Wohlfahrt ist wieder mit dabei. Moin, moin aus dem kleinen Städtchen Gladbeck aus dem Ruhrgebiet. Ja, heute mal kein Final Fantasy, sondern Trails of Mana, beziehungsweise wie das Original für den Super Nintendo hieß, nämlich Seiken Densetsu 3. Aber du wirst hier mächtig was zu lachen bekommen, weil ich habe die Demo schon gespielt. Und in der Demo waren Übersetzungsfehler drin. Das wirst du wahrscheinlich dann nachher auch noch sehen. Und die wurden nicht behoben. Die sind in der Vollversion immer noch drin. Und das ist so, da kommt so ein Schwachsinn raus bei Texten. Kannst du schon mal was gefasst machen. Und ja. Das ist hier der... Steht es zwar nicht zu, einem Soldaten zu sagen, was er tun soll, aber deine Tante und deine kleine Schwester machen sich Sorgen um dich. Vielleicht solltest du heute Nacht nach Hause gehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch so Bock auf Final Fantasy. Ich guck mal, wann ich das demnächst wieder weitermache. Wahrscheinlich Donnerstag, Freitag, aber Samstag meistens auf jeden Fall. Wir gucken mal, ich melde mich dann auf jeden Fall. Aber ich habe auch Bock auf Final Fantasy, wir wissen, wie es weitergeht. Aber heute ist halt, wie gesagt, Trails of Mana. Da habe ich mich auch schon drauf gefreut. Genau. Dann erzähl mir mal, was hast du mir zu sagen?
Ich war auf dem Weg nach Osten zum Hafen von Maya, doch dann fiel mir ein, dass wir die Stadt bei Nacht nicht verlassen dürfen. Ah, okay. Ja. Diese alte Wahrsagerin hat recht. Ich muss sie nochmal um Rat bitten. Dann gehen wir jetzt mal zur Wahrsagerin. Die wird uns sagen, hey, du bist total, ein totaler Loser, du musst Klassen wechseln. Aber wie gesagt, es freut mich, dass du auch mit dabei bist. Zum Glück hast du erst später zugeschaltet, weil wir hatten tatsächlich wieder einen Elgato-Totalausfall. Okay, dann erzähl mal was, Sager. Welcome, young man. This shop is for reading fortunes. Your pinched face tells me you have a lot on your mind, son. My what? People's lives are 99% destiny, but the rest of your future is always shaped by your will. It is up to you to decide. We call that final 1% hope. Ja, aber Beefy hat come now. Anyone can see you bear a great burden. Let this old bird set you on the right path. Fortunes? Why would I trust my fate to something like that? All I believe in is strength. But I'll listen to what you have to say if you tell me how to become more powerful. Yeah. Manners, you oaf! No need for rudeness. Pass auf, was du sagst, du Ochse. To become more powerful, you must head to Holy City Wendell. The Priest of Light can teach you how to switch your class. My class? Son, you listen good. Even a clueless fighter like yourself can eventually change to a better class. Now get out of my shop. Ja, dann gehe ich. Ganz ehrlich, deine Glaskugel ist sowieso nur fake. Die einzig wahre Glaskugel hat nur Monty. Switching classes, huh? It means I can defeat that crimson jerk. Aber I'll do anything. Well, better head to Wendell and see what all this fuss is about. Der Typ, wenn man den jetzt Haare blond machen würde. Mit der Aura könnte man fast denken, der ist ein Super Saiyajin hier. Super Saiyajin Aura. Und, ja. Soll ich. Nee, ich gebe mich hier nicht mit Fakern ab. Obwohl, jetzt ist ja Monty auch immer live. Ich glaube, wenn ich den nächsten Mal live sehe, muss ich immer fragen, wo er seine Glaskugel versteckt hat. Der soll die mal zeigen. Dahin. Wo sind wir denn? Ach klar, von einer ziemlich großen Hütte. So, gucken wir doch mal. Ja, es ist eine sehr große altertümliche Hütte. Ohne Trennwände für Schlafzimmer. Genau, ohne Türen und Trennwände für Schlafzimmer und Wohnraum. Das heißt, wenn einer fürchterlich schnarcht, kriegen direkt alle hier im Wohnraum mit. Privatsphäre wird hier ganz groß geschrieben. Und es pennen auch alle in einer Etage. Trennung gibt es hier nicht. Aber wir reden erstmal mit unserer kleinen Schwester. Du hast gewonnen. Ja. Das ist, glaube ich, unsere Tante, die schläft. Deine Glaskugel liegt neben den Keksen. Okay. Ach, deswegen hat er immer Cookies. Der will deswegen die Leute ablenken, dass sie nicht die Glaskugel
anschauen oder entdecken, sondern dann immer automatisch auf die Cookies gucken. Ah, so ist das also, Monty. That lousy, conniving, murderous crimson wizard is dead meat. I won't let him get away. Not again. I won't come back until he's finished. I won't. Alles klar. Ja, ich war heute. Also, ich sag mal so, Covid-19 hält auch unser Unternehmen im Griff und ich bin auch momentan in Kurzarbeit und ich war heute tatsächlich wieder normal arbeiten und ich bin im Außendienst tätig und bin deswegen sehr, sehr viel auf Autobahn und Straße unterwegs und das ist manchmal etwas ermüdend. Deswegen länger als 22:30 wollte ich auch so gesehen gar nicht machen. Aber ich sehe mal den positiven Aspekt jetzt mal von der Kurzarbeit. Ich habe tatsächlich jetzt unter der Woche ein bisschen mehr Zeit, um auch mal tatsächlich zu streamen. Denn ich glaube, wäre das jetzt ganz normal eine Woche, würde wahrscheinlich heute gar kein Stream stattfinden. Sondern wenn, dann meistens wirklich was am Wochenende. Okay, hier, nehmt noch den Schild mit. Nehmt noch mit und das Schwert. Können wir verkaufen. Vor allem, er hat zwei Schwerter, einen Helm, ein Schild, alles klar. Er hat noch eine Rüstung, den guten Alkohol da oben, ein bisschen was zu lesen. Aber ich kann ihm nichts mitnehmen. Also, dann nicht. An manchen Tagen ist es tatsächlich sogar so, dass die Fahrzeit länger ist als die Arbeitszeit. Also ich hatte es auch schon mal gehabt, dass sorry, ich Wendy. Kunden und Stella. Tatsächlich maximal really zweieinhalb Stunden Arbeitszeit habe. Die Fahrerei aber meistens zwei, drei Wait. Stunden dauert. Aunt Stella. Tante Stella. Here. I know you already have a bronze sword, but take this instead. Is this? This is the sword your father used when he was a young man. Back in the day, he even won a tournament with it against the young king himself. Oh. Now be off. I'll explain the situation to Wendy, don't worry. Be sure to stop by the castle to see the king before you leave. He's waiting to hear from you. How does he know? Don't be silly. He knew your father. Of course, the son of Loki would want to travel the world. I, too, knew this day would come. I've raised you as if you were my own son, after all. Thanks, Aunt Stella. I'll be back. I'll be back. I promise. I promise. Also ich bin tatsächlich so, wenn ich Urlaub habe, spätestens nach drei Wochen fällt mir irgendwann doch die Decke auf den Kopf. Also ich muss immer mal was. Ah, okay. Ja, mein Vater muss das sicher auch nicht mehr arbeiten. Der hat das auch schon hinter sich. I see you're planning a journey, Durant. Your Majesty! Forgive me. It was my weakness that allowed the enemy to escape so easily. I wish to atone for my mistakes. I cannot forgive the wizard for what he did. For the first time in my life, I was utterly powerless. He not only defeated me, he insulted you, my king! He must pay for this. I do not plan to return home until he has answered for these crimes. I cannot. Acknowledged.
You have my blessing on your journey. Thank you, Your Majesty. His resolve is truly admirable. I'd feared that perhaps he was raised too proud, but I see that he is just like his father at that age. Ja, nochmal zum Anfang. Unser guter Doran hat einen Kampf verloren und deswegen ist seine Ehre schon direkt im Keller und er ist total der Emo. Also nicht wundern. Ah, okay. Ja, ist schon ordentlich was. Ja, manchmal denkt man sich, die Zeit vergeht tatsächlich extrem schnell. Also ehe man sich versieht, hat man schon wieder das nächste Kapitel voll. Ein Bonbon. Auch hier lassen die Leute gerne mal ihre Bonbons liegen. Ich weiß, dass ich kennen kann. Auskämpfen und entkommen. Also ich hatte bisher noch nie das Bedürfnis zu fliehen. Im Gegensatz zu Final Fantasy. Okay, wir haben die Punktzeit. Oder anders gesagt, wir haben jetzt Tag. Hier ist nichts. Hier haben wir Kiste. Schlafen, ich kann nicht zum Schlafen. Hallo, Pogopuschel, komm her. Ach, du heißt ja jetzt nicht mehr Pogopuschel. Du bist ja jetzt nur noch der Mümmler. Autsch. Hallo. Zack. Waldsteinkluft. Okay. Oh ja. Saiyajin Aura und Start. Ja, da haben wir noch welche. Bist du? Ist ein Gegner? Stacheligelheide, ach so. Gott, du willst Stacheligel. Ja. Wir müssen, glaube ich, ah, da. Genau, wir müssen da hinten. Oder in die Richtung, oder? Ich glaube, in die Richtung. Hallo! Out. 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 Out.
mir eigentlich total im Herzen weh, die anzugreifen. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Jetzt guckt euch die doch mal an. Die sind doch total niedlich, oder nicht? Findet ihr die nicht niedlich? Ich kann das auch. Wir sind die Stufe aufgestiegen. Charakter ausbilden. Lass dein Charakterstufe aufsteigen, um ihre CP und Werte, wie zum Beispiel die Stärke, zu erhöhen. Wenn sie dann über höhere Werte gehen, kannst du Lernpunkte einsetzen, um deine Charaktere zu verbessern.